Das Gericht hat Joachim Wohlbergs der Vorteilsannahme in zwei Fällen schuldig gesprochen und ihn von allen übrigen Anklagepunkten freigesprochen. Hinsichtlich der beiden Vorteilsannahmen hat das Gericht von Strafe abgesehen, weil es die persönliche Vorwerfbarkeit wegen eines Verbotsirrtums als sehr gering eingestuft hat. Hinzu kam, dass aus Sicht des Gerichts das Verfahren für Joachim Wohlbergs sehr schwerwiegende Folgen gehabt hat und es deswegen unangemessen gewesen wäre, ihn zusätzlich zu bestrafen. Er wurde damit nur in einem Tatkomplex schuldig gesprochen, die anderen hat man fallen lassen. Was hat dazu geführt? Nach Sicht des Gerichts hat die Beweisaufnahme eine strafbare Handlung von Joachim Wohlbergs nur insoweit bestätigt, als er Parteispenden in den Jahren 2015 und 2016 angenommen hat, in Kenntnis, dass die Parteispenden sehr hoch waren und es viele dienstliche Berührungspunkte mit der Firma BTT gab. Die Richterin hat sehr klare Worte für die Ermittlungen und die Verhandlungsführung der Staatsanwaltschaft gefunden. Musste man damit rechnen, beziehungsweise ist sowas üblich? Die Vorsitzende hat in ihrer Einführung zum Ausdruck gebracht, dass nach dem Standpunkt der Strafkammer der Fall nach abgeschlossener Hauptverhandlung deutlich anders bewertet werden muss als noch zum Zeitpunkt der Anklageerhebung oder zum Zeitpunkt der Eröffnung des Hauptverfahrens. Die Hauptverhandlung hat nach Auffassung der Kammer viele neue Erkenntnisse gebracht, die die Vorwürfe der Anklage deutlich abgeschwächt haben. Und deswegen hat sich die Kammer am Ende der Hauptverhandlung auch grundsätzlich anders positioniert, als dies noch im Eröffnungsbeschluss der Fall gewesen ist.